Es wird dunkel. Es wird nass. Es wird heiß. Zwei Frauen, 13 Männer. Die Azubis von der Feuerwache Kaiserslautern. Für Kutsal Özdemir ist nicht nur Bettenmachen Neuland. Auch von der Feuerwehr weiß der Saarländer bislang nicht viel. Trotzdem hat er sich, wie 14 andere Azubis, für die Grundausbildung bei der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern entschieden. Das bedeutet Leben im Keller der Feuerwache, im ehemaligen Schutzbunker. 5 Monate ohne Fenster, ohne Privatsphäre, ohne Familie. Mehrere Leute unter einem Zimmer, schon komisch. Aber man wird schon dran gewöhnt. Auch für Marco Weißmann aus Wiesloch beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Seine alte Firma ging pleite, er verlor seinen Job. Jetzt versucht der 33-Jährige, sein Hobby Feuerwehr doch noch zum Beruf zu machen. Ja, die Unterkunft wird mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig sein. Natürlich nicht wie zu Hause oder in einem 5-Sterne-Hotel, aber ich denke, wir werden uns hier schon eingewöhnen. Und es hat ja schon ein bisschen kameradschaftlichen Charakter. Einer der neuen Kameraden ist Benjamin Lewis. Der 30-Jährige kommt aus Kaiserslautern und kann deshalb zu Hause wohnen. 10 Jahre Rettungsdienst liegen hinter ihm. Bei der Feuerwehr will er einen beruflichen Neuanfang wagen. Heute geht's los. Ja, ich bin schon aufgeregt. Mal schauen, was jetzt verlangt wird von uns. Erstmal geht's auf Entdeckungstour. Schnell wird klar, bei der Feuerwehr weht ein anderer Wind. Hinsport ist Fischprogramm, das ist angeordnet. So, alles wieder ein bisschen schneller. Einige schöne Stunden verbringen. Schon beeindruckend. So viele Geräte, so viele Fahrzeuge. Aber das ist nicht das Ende, geht ja weiter. Sie werden hier sehr viel lernen müssen. Das ist für einige. Im Seminarraum bringt Ausbilder Michael Ufer auf den Punkt, was die nächsten 5 Monate bedeuten werden. Wir werden Sie teilweise an die Grenzen Ihrer Belastungsfähigkeit führen. An die körperliche, manchmal auch an die seelische und an die geistige. Natürlich wird es so sein, dass im Einsatzgeschehen später diese ganz schweren Einsätze eher die Seltenheit sind. Aber genau diese Einsätze sind es, die Sie auch sicher bewältigen müssen. Worte, die viele mit in den Schlaf nehmen werden. Der erste Tag ist vorbei. Die echten Herausforderungen warten. So, jetzt bitte die Maske anziehen. Wichtige Lehrstunde am Morgen. Das Atemschutzgerät. Ohne das kein Überleben im feurigen Einsatz. Für die meisten ist der Umgang alles andere als Routine. Also ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich bin nicht in der Freiwilligen Feuerwehr. Für mich ist was ganz Neues. Ich muss mich schon dran gewöhnen. So schnell geht das nicht. Bald muss jeder Handgriff sitzen. Im echten Einsatz darf man dafür nur maximal 1 Minute brauchen. Wenn jemand Probleme kriegt oder es jemand schlecht wird, dann hebt er einfach die Hand und sagt Bescheid. Ja? Dann legen wir los. Der erste Belastungsgang mit Atemschutz. Das Sichtfeld ist eingeschränkt, das Atmen fällt schwerer. 15 Kilo drücken auf die Schultern. Dazu kommen 10 Kilo Schutzkleidung. Und dann die Atemschutzbelastungsstrecke. Die Orientierung fällt gar nicht so leicht. Teamwork hilft da weiter. An diesen Käfig sollten sich alle gewöhnen. Jeder Feuerwehrmann muss mindestens einmal pro Jahr durch so eine Belastungsstrecke, um seine Fitness zu beweisen. Das erste Mal haben die Azubis hinter sich gebracht. Verlaufen? Nein, überhaupt nicht. Beim Hellen ist es auch noch einfach. Ich denke, wenn es dunkel wird und verraucht ist und so, dann kommt noch ein bisschen der Stress dazu. Dann wird es schon schwieriger.
schwer zu atmen. Schwer zu atmen unter der Maske. Und eng? Eng. Und Platzangst, kann man sagen. Ich hätte mir das eigentlich schwerer erwartet, also das Einatmen. Aber ging eigentlich gut, ja. Aber anstrengend halt. Ne? Also, ja. Zur Lage. Wir haben einen Flächenbrand auf dem Gelände des Sportplatzes. Der erste Löscheinsatz steht auf dem Programm. Peter Lukas erklärt grundlegendes Handwerk. Schläuche rollen, ankuppeln. Und vor allem muss jeder wissen, was er zu tun hat. Wasserdruck, eure Aufgabe. Wasserschlauch. Also. Jetzt fehlt die Begrifflichkeit. Ja, Wasserversorgung klar. Herstellen? B-Schlauch. Ja, mit B-Schlauch von Pumpe bis zum Verteiler. Gut, dann weiß jeder, was er zu tun hat. Lauter Fragezeichen. Aber es hilft nichts. Nur Übung macht den Meister. 10 Kilo B-Schläuche brauchen den richtigen Platz. Hey, hier müssen vor die Verteiler. Ganz mit dem Angriffstrupp. Denn ohne Schläuche kein Wasser für den sogenannten Angriffstrupp. Marco und sein Truppkollege Tobias müssen warten. Auch hinten bei Kutzal läuft nicht alles rund. Er hat das Werkzeug zum Schlauch ankuppeln vergessen. Vorhin ist abgebrannt. Okay, so, gut. Auch ein ganz bisschen Verlauf, sag ich mal. Das war halt jetzt endlich noch nicht, ne? Ich denke, in der Realität wahrscheinlich viel zu langsam, aber für die erste Übung müssen wir die langsam angehen. Es könnte schon längst Wasser fließen, wenn die Kommandos sitzen würden. Blickkontakt. Suche mit ihm, wenn er nicht da ist, rufe. Maschinist Wassermarsch, so lange, bis er gehört hat. Wenn er nicht hört, hinlaufe und ihm Bescheid sage. Damit er weiß, dass es fertig ist. Maschinist, Wassermarsch! Ja? Jetzt hat er es bestätigt. Genau. Richtiges Kommando, Wasser kommt. Jetzt hat auch der Angriffstrupp was zu tun. Dann dürfen alle mal löschen. Für Kutzal ist es das allererste Mal. Rund 100 Liter pro Minute strömen heraus. Druck, den man erstmal bändigen muss. Vorsicht, nicht ins Porsche-Zentrum. Da stehen Cabrios. Richtung Fußballtor. Und wird jetzt ein Kindheitstraum wahr? Doch den zu beherrschen ist noch ein langer Weg. Abschlussbesprechung. Denn einiges ist ja doch drunter und drüber gelaufen. Vom Aufbau her, wenn man uns das hier anschaue, weiß man gar nicht mehr, was wohin geht. Das werden wir noch hinkriegen, dass es besser aussieht. Und wie? Falsch machen, Anschiss kassieren und üben. Was wir gesagt bekommen haben, dass es eng wird, warm und feucht. Ich weiß auch nicht. Wir haben nichts gesagt bekommen. Das ist alles geheim. Vielleicht besser so. Die Azubis werden erstmals an ihr Limit stoßen. In diesem Tunnel. Absitzen! Gleich wird sich zeigen, was sie aus den vergangenen Übungen mitgenommen haben und wie stark ihre Nerven sind. Ihr werdet sehen, dass hier andere Belastungen auf euch zukommen, sowohl psychischer als auch körperlicher Art. Wir werden auch bewusst ganz, ganz wenig in den Ablauf eingreifen. Das heißt, ihr müsst da drin schon gucken, wie ihr zurechtkommt. Zum ersten Mal ganz auf sich allein gestellt sein. Langsam steigt das Adrenalin. Ich werde immer nervöser eigentlich. Aber ich denke, das wird jetzt gleich, wenn es dann halt richtig losgeht. Brand in einem Tunnel, eine Person vermisst. Angriffstrupp mit mir, zur Erkundung, zum Angriff fertig. Der Tunnel ist alles andere als nah. Hunderte Meter weit müssen die Schläuche geschleppt, gerollt, gelegt werden. Ihr schließt erst an, wenn ihr Wasser im Rohr habt. Im Stress passieren Fehler. Also dieser Schlauchsalat, den man hier sieht, das ist genau das, was man an einer Einsatzstelle natürlich nicht haben möchte. Es wird jetzt unheimlich schwer sein, diesen dünnen Schlauch hier unter dem Dicken hervorzuziehen, gerade wenn die da unten reingehen.
Ausbilder Michael Ufer hat recht. Der Angriffstrupp kommt kaum vorwärts. Es ist nicht genug Schlauch zum Nachziehen da. Die Kollegen hinten müssen helfen. Dank Teamarbeit kommt der Angriffstrupp endlich voran. Und trotzdem, die Übung bleibt ein Knochenjob. Bis zu 100 Kilo Schlauch wuchtet jeder Azubi hinter sich her. 120 Meter weit. Immer wieder verkantet der Schlauch. Bei all dem Stress müssen die Azubis auch noch ein wichtiges Detail im Auge behalten. Was sagt da die Luft? Ja, die Luft sieht noch gut aus. Noch. Langsam kommt der Angriffstrupp seinem Ziel näher. Es gibt schon irgendwelche Erkenntnisse in Richtung Personen. Jetzt gilt es, schnell und richtig handeln. Was brauchen wir noch? Hausaufstärkung. Ich gebe euch eine Vollstärkung. Was macht der Hit, wollt ihr euch umbringen? Der Trupp trennt sich nicht, auf keinen Fall. Ja, warte. Ja. Zusammen. Und vor allen Dingen Verstärkung anfordern. Auf Bewegung! Riskante Alleingänge helfen niemandem. Eine wichtige Lektion für die Azubis. Und noch etwas. Ein Feuerwehrmann muss die Zähne zusammenbeißen. Denn die Schufterei ist längst nicht vorbei. Die 75 Kilo Dummies müssen so schnell wie möglich raus. Einmal auf die Trage, einmal aufs Tragetuch. Und da war doch noch was. Die Luft. Dieses Signal bedeutet eigentlich, so schnell wie möglich raus. Der erste Schritt wäre trotzdem Luftsignal, die Person weiter transportieren. Also das wären die ersten beiden Schritte bei diesem Einsatz. Der zweite Trupp hat Verstärkung bekommen, um die Puppe im Tragetuch herauszuschaffen. Doch bei allen ist jetzt die Grenze erreicht. Endlich, nach zweistündigem Kraftakt, ist es geschafft. Okay. Wie fühlt ihr euch jetzt? Moment. Ich denke so, wie wir aussehen. Fertig. Also schon fertig, ja klar. Dass es wirklich also richtig anstrengende Arbeit gibt, also bei der Feuerwehr, hätte ich nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, dass so auf Deutsch gesagt pervers ist. Doch genauso kräftezehrend kann ein richtiger Einsatz sein. Darauf müssen die Azubis vorbereitet werden. So, zur Übung. Was meint ihr, wie das zeitlich war, was ihr da gemacht habt? Das hat so lange gedauert. Warum hat es so lange gedauert? Weil es unkoordiniert war. Genau das war das Problem. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ihr heute lernen solltet. Versucht nicht, Unmögliches alleine zu bewältigen. Feuerwehr ist kein Einzelkämpfer, sondern Feuerwehr kann man nur richtig machen, wenn alle miteinander arbeiten. Die Betonung liegt miteinander. Im Team geht's auch nach der Arbeit weiter. Und auch das Auspowern nimmt kein Ende. Denn wer weiß, ob nach einem kräftezehrenden Einsatz nicht noch einer kommt. Über eines muss sich aber jeder Feuerwehrmann bewusst sein. Er riskiert sein Leben. Für das Leben anderer. Wie weit würden Sie gehen? Maximal? Für einen Mensch zu retten? Schon weit, ja. Also ich würde alles vergeben. Ich denke, das kommt auf die Situation drauf an, von Erzählungen von Kollegen, die sagen, wenn ein brennendes Haus ist und man weiß, es ist noch ein Kind drin oder so. Ich denke, das ist nochmal eine extremere Belastung, aber ich denke relativ weit. Also ich sage immer, es ist unser Job und dann versuchen wir alles Menschenmögliche, um die Leute zu retten. Ich denke, es gibt nichts Tolleres, wenn man nach rauskommt, kann sagen,
ich habe heute einem Menschen das Leben gerettet. Also ich denke, es gibt nichts Größeres. Und allein das macht mich schon stolz und glücklich. Rathaus Kaiserslautern. Heute geht es hoch hinaus. 20. Obergeschoss. Bevor es dann 80 Meter in die Tiefe gehen wird. Er bekommt heute die krasse Grenze von Höhenrettung und Abschutzsicherung gezeigt. Die eine Gruppe geht vor, die wird dort von den Höhenrettern einmal ins System reingelassen, um einfach mal zu sehen, wie ist es, wenn ich in so ein Seil reinfall, und um die Höhe mal da zu sehen. Okay, packen wir es, auf! So entspannt wie Höhenretter Horst Faber sind die Azubis nicht. Auch Kutzal kämpft mit seinen Nerven. Problemo, geht 80 Meter runter. Ja. Trotzdem muss er sich überwinden. Denn ein echter Feuerwehrmann sollte auch in schwindelnder Höhe retten können. Die erste Hürde. Über die Kante steigen. Na klar, jetzt war dumm, aber alles klar ist. Oh, nee. Boah. Gut, weiter. Kann ich schon hängen lassen. Kutzal muss lernen, dem Material zu vertrauen. Seil stramm, Jungs. Weiter. Soll ich gehen lassen jetzt, oder? Ja, lass mich gehen. Oh, aber ich hab Schiss. Lass mich gehen. Ha? Scheiße. Oh. Oh. Du fühlst dich gut? Gut. Da die Hände weg. Jawohl. Mit den Füßen. Da denke ich ein bisschen wackeln. Und los geht's. Check gleichmäßig ablassen. Komisches Gefühl. Oh Mann, ich schaffe nicht runter gucken. Nach oben schauen. Die Stadt. Alles okay? Gut. Gut, super. Und abwärts. Jawohl. Kutzal hat es geschafft. Nach 80 Metern Nervenkitzel endlich wieder am Boden. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ja, hallo, ich habe festen Stand unter den Füßen. Kutzal ist nicht der Einzige, der sich vom Rathaus in die Tiefe traut. Fast alle Azubis überwinden ihren inneren Schweinehund. Gut. Und lernen dabei noch etwas sehr Wichtiges: den Kollegen zu vertrauen. Ja. Aus der Truppe ist ein echtes Team geworden. So, dann eben hoch. So, dann eben mit der Herre. Ein paar Stunden später. Feierabend in der Feuerwache. Sogar ihre Freizeit verbringen die Azubis gemeinsam. Der Feuerwehrjob schweißt zusammen. Wir halten uns ja alles zusammen. Wie eine große Familie. Anfang, die ersten zwei Wochen. Kann ich mich erinnern, Kevin. Nur raus hier. Und jetzt normal Ablauf. Wie anstrengend ist es denn eigentlich für dich? Klar, viele Informationen auf einmal. Also ich habe gar keine Ahnung von Feuerwehr. Kommen so viele Fremdwörter. Also für mich ist das so wie ein bisschen Bahnhof. Ne? Aber ich muss klar jeden Abend immer lernen. Wenn ich das machen würde, würde ich nicht so weit kommen. Also im Moment sieht es gut aus mit den Noten. Aber da hat jetzt nichts zu sagen. Nur ohne Lernen geht das hier nicht. Gerade die Kollegen, die jetzt mit der Feuerwehr noch nie was zu tun hatten, für dieses unheimlich schwer. Man versucht natürlich zu unterstützen. Wir reden oft drüber, wo gibt es Probleme, was verstehen sie nicht. Wir helfen ihnen hier abends in den Gesprächen untereinander. Ich denke, das bringt schon viel. Aber man muss schon was tun. Also. Hast du denn das Gefühl, dass du dich trotzdem für das Richtige entschieden hast? Ja. Ich habe richtig entschieden, ja. Ist stramm, aber es macht mir Spaß. Ich habe vorher das nicht so gedacht. Also macht ja Spaß, das merkt man. Ich bemühe mich auch, also... Vorher habe ich mich immer zurückgezogen, aber jetzt, ich will das selber probieren. Also, so wie Reiz, ich weiß nicht warum. So wie Kick ist das. Ach, Kutzi. Ja. Oh. So,
so greifen, hochfahren und gleich nur mit zwei Fingern fixieren. Ne? Feuerwehrmänner sind Allrounder. Auch das Rettungsschwimmabzeichen gehört zur Grundausbildung. Und weil sich Ertrinkende häufig wehren, muss der Befreiungsgriff sitzen. Außerdem 25 Meter Strecken tauchen, 300 Meter Kleider schwimmen und, besonders anstrengend, das Abschleppen in voller Montur. Doch das ist noch nicht alles. Am Nachmittag geht es in diesen Container. Die Azubis werden zum ersten Mal ihrem größten Feind begegnen: Feuer. Man geht gerade mal mit. Die Möbel, die hier so stehen, die bleiben auch so stehen. Wir machen es euch nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Wenn es irgendwann zu warm wird, dass der Helm zu heiß wird, dass irgendwas kratzt, juckt, beißt, Bescheid sagt, dann gehen wir dann alle gemeinsam raus. Hoffentlich haben alle genug getrunken. 3 bis 4 Liter sollten es bei einer Brandübung oder im Realfall sein. Was hier noch klein aussieht, wird alles andere als ein Lagerfeuer. Ich hab schon Respekt, also das wird nicht einfach. Das ist richtig heiß. Wie im Backofen, schlimmer als wie im Backofen. Zum ersten Mal werden die Azubis spüren, wie belastbar ihre Schutzkleidung wirklich ist. Ab ins 500 Grad heiße Inferno. Die Aufgabe: Deckung am Boden suchen. 3 Ausbilder sind zur Sicherheit immer mit dabei. Was wie eine Tortur erscheint, ist eine wichtige Lehre. Denn nur wer seinen Feind kennt, kann ihn besiegen. Die sollen einfach nur das Ganze jetzt mal beobachten. Was passiert mit dem Feuer? Was passiert mit dem Sauerstoff, wenn das Feuer braucht? Und was passiert mit dem Rauch? So, das kriegt der eine oder andere schon mit, wie lange die Schutzkleidung hält. Direkte Flammen hält die Schutzkleidung nur wenige Sekunden aus. Für den Einsatz heißt das, Flammenkontakt vermeiden. 8 Minuten halten es die Azubis aus. Wenig Zeit, um Leben zu retten. Genug Zeit, um Blessuren davon zu tragen. Das ist nichts, oder? Nee, ist nur leichte Rötung. Kann ja vielleicht auch in seinem Schädel liegen. Die Wärme ging hier rein, hat sich da drin gestaut. Nee, hat jetzt in dem Bereich da hinten, weil die Haut auch sehr dünn ist, dann Stiche gemerkt. Das war jetzt die Hitze. Wenn das ein bisschen länger dauert, dann da muss ich rausrennen. Ja. So habe ich gedacht, ja. Weil hat war richtig Stechen drin, also lauter Schmerzen. Toll zu sehen, wie die Flammen überschlagen, die Flammenzungen oben an der Decke, wie die entlangwandern. Das war schon super beeindruckend. Und was, wenn aus dem Übungscontainer ein echtes, brennendes Gebäude wird? Im richtigen Realfall, also kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wie die Ausgänge sind. Das ist dunkel, man weiß nicht, weil man geht irgendwo rein, vielleicht kommt man nie wieder zurück. Ein entscheidender Tag. Bei der Abschlussprüfung geht es um alles oder nichts. Ich bin schon ein bisschen nervös, ja. Normal, schlecht geschlafen die Nacht. Von der Übung geträumt. Oh Mann. Morgen. Moin. Morgen. Anspannung im Seminarraum. Macht euch nicht verrückt, sondern macht einfach das, was ihr die ganze Zeit gelernt habt. Und dann gibt das einen tollen Erfolg heute. 5. Auflegen. 1. Aufgabe: Menschenrettung. Wir brennen doch Amis! Schnell! Bleiben Sie ganz ruhig, wir kommen hoch und helfen Ihnen. Nerven behalten, trotz kritischer Blicke. Und vor allem schnell sein. So, Person steht. Diese Menschenrettung hat extrem lange gedauert.
zu lange gedauert. Ist der Abschluss in Gefahr? Zum Glück stehen noch mehr Aufgaben an. Beim Löscheinsatz gibt Kutzal im Angriffstrupp das Tempo vor. Dann muss er zeigen, dass er eine Unfallstelle richtig ausleuchten kann. Kutzal ist gut. Andeute reicht. Ich hätte gedacht, dass ich da überstehe. Im Moment sieht es sehr gut aus. Angriffstrupp. Von meiner Seite aus hat seine Arbeit gemacht. Sie haben sich unnötig schwer gemacht an einer Stelle, aber im Prinzip bewältigt. Dann Bennys große Stunde. Bei einem inszenierten Verkehrsunfall muss er den inneren Retter spielen und sich um die eingeklemmte Person kümmern. Für einen ehemaligen Sanitäter eigentlich kein Problem. Trotzdem schauen die Prüfer genau hin. Kann Benny den Verletzten beruhigen und trotzdem den Überblick behalten? Zeitgleich zerlegen die Kollegen das Auto in seine Einzelteile. Im echten Einsatz darf das maximal 20 Minuten dauern. Die Azubis liegen gut in der Zeit. Patient frei! Und was sagt das Opfer über seinen Retter? Ich ziehe das gar nicht drüber an. Ich habe gemerkt, dass er alles im Auge hat und gesehen hat, wo was möglich ist. Also ich fand es als Ding super. Gut. Keine schlechten Aussichten also. Doch ein Ergebnis wird noch keiner an diesem Tag bekommen. Wenn man jetzt so zurückdenkt, ganz Theater, 5 Uhr, wie packe ich das, wie geht das? Und jetzt haben wir es fast hinter uns. Ja. Das ist ein geiles Gefühl. Nur noch ein paar Mal schlafen. Dann ist sie da. Die Stunde der Entscheidung. So, jetzt kommt der Moment, auf den jeder hier drin gefiebert hat. Nämlich die Zeugnisse. So, der Herr Luis. Er wird uns erhalten bleiben. Herzlichen Glückwunsch. So, der Herr Özdemir, der trotz Schmerzen alles mitgemacht hat. Glückwunsch. Dankeschön. Herr Weißmann, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herr Weißmann, über Sie haben unsere Ausbilder gesagt, das gibt man richtige Feuerwehrmann. Worte, die runtergehen wie Öl. Alle haben es geschafft. Endlich fällt die Anspannung ab. 5 Monate Überwindung, Schuften und bis an die Grenzen gehen haben sich gelohnt. Bestehen war schon mal das Größte hier für mich. Dann noch eine gute Not zu bekommen, ist noch besser. Das war ja eine neue Herausforderung für mich, nochmal mit 30 was Neues zu machen. Und das jetzt geschafft zu haben, das ist schon richtig gut, ja. Kann man schön sagen, ein Traum ist wahr geworden, ja. Der Traum vom Feuerwehrmann. Nicht viele haben das Zeug dazu. Für die Azubis aus Kaiserslautern aber kann der erste echte Einsatz kommen.